Unranked to Master, meine Damen und Herren. Gerade war es ein dritter Platz. Wir haben gewechselt auf Urf. Aurelion. Bonus Karussell have one additional. Finde ich das schön. Das finde ich in Ordnung. Wir sind aktuell bei Gold 3. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen was. Aber bis jetzt immer noch 100% Top 4 Rate. Ich spiele aktuell Urf for Fun ohne Fokus auf Climb. Ja, ich spiele auf meinem Main auch sehr viel Urf. Finde ich auch sehr cool. Macht auch echt viel Spaß. Weiß nicht, ob der der Beste ist, aber... Ich weiß, dass er nicht unbedingt der Beste ist. A spot on your bench becomes the groove. Champions place on it contributes to another unique traits. Das bedeutet, wir können quasi ein bisschen mehr Comps spielen. Ist das schon wieder ein Piltover Start? Also eigentlich muss man ja sagen, Piltover Starts muss man immer spielen, ne? Also halt schon... Also ein Echo Start, das Recost... Piltover kommen, dann noch eine Piltover-Unit. Ich glaube, Riot will. Das ist natürlich das Problem, dass uns Vi fehlt, ne? Okay, wir hatten auch direkt einen Rageblade. Ja, ich fühle das hier, ne? Gehen wir einfach direkt durch. Wieder Richtung Seri. Wir haben zwei Tristanas. Ja, wir werden hier wahrscheinlich den Vigo aufs Feld stellen, damit wir Rogue haben für Echo. Aber eigentlich stehen mir ja noch drei Gold zu. Da sind sie. Das heißt, wir pre-leveln hier mit einer bisschen, für eine bisschen bessere Chance auf Vi. Oh, nee. Das hätte ich natürlich vorher machen müssen, ne? Das ist ja auch bad. Ah, man darf nicht pre-leveln. Pre-leveln ist bad. War wirklich gar nichts von mir. Didn't think this through. Ja, wenn ich Aurelion habe, darf ich hier natürlich dann nicht. Ich will Level pushen. Das macht ja gar keinen Sinn. Also, ich habe jetzt Inconsistency genommen. Was ehrlicherweise, wenn ich so drüber nachdenke, auch absolut terrible ist. Jojoi, Leute, das könnte einer der berüchtigten Hungerrunden werden. Ein Hüngerchen. Da kann ich später, wenn er kommt, finde ich, einige Sachen ganz cool machen. Jetzt billiger wären. Inconsistency macht auch überhaupt keinen Sinn, weil ich ja mit Piltover einen aneinanderhängenden Loose Streak spielen will. Diana Traxus. Danke dir ganz herzlich für den zweiten Monat. Der Vorteil an Inconsistency ist natürlich, dass man jetzt am Beginn der Runde halt einfach ein bisschen mehr Geld kriegt. Zu Beginn des Spiels. Weil man da ja noch keinen Streak haben kann. Das hier hilft uns jetzt ehrlicherweise auch. Aber jetzt wird es natürlich schon schwieriger.
Ich habe überlegt, ob ich Doppelzelle. Doppelzelle, um den Zinsschritt zu schaffen. Für 20. Aber meine Idee ist jetzt, dass ich mit Tarek vielleicht eine Runde gewinnen kann hier. Und dann erst ab 2,5 Blue Streaker, aber ab 2,5 dann halt auch Petrova drin ab. Und dann halt Inconsistency enger pocken kann. Jetzt habe ich den Fighter allerdings nicht gewonnen und dann ist natürlich auch doof. Das ist die Weile, die ich brauche. Ja, ja, Poppy auf. Hätte auf jeden Fall gereicht. Small Bet. Kimi macht mir übrigens gerade ein Brot. Also ich werde überleben. Schon sehr weird hier alles, aber ich glaube, so ungefähr kann man das sogar spielen. Die gewinnen jetzt. Was bad für Piltover ist, aber lieber jetzt als später. Und es hat auch zur Folge, dass wir Inconsistency noch länger haben. Also wir haben jetzt wirklich Lose-Win gespielt. Perfekt für unser Augment. Aber sehr schwierig für den Rest. Hm? Willst du morgen beim Golden Spatula Cup mit? Nee. Da kann man quasi nur mitspielen, wenn man vorher den Qualifier erfolgreich bestritten hat. Und das ist mir nicht gelungen, weil ich keinen Slot im Qualifier hatte. Hastest du dann wieder? Nee. Ryan hat mich zu Beginn dieses Blitz gefragt, ob ich alle Golden Spatula Cups casten würde. Darauf habe ich gesagt, dass ich das nicht machen werde. Weil, also, kann ich ja gar nicht zusichern. Das sind super viele Termine. Dankeschön. Und dann haben sie gesagt, dass sie mich immer mal wieder fragen werden. Das ist jetzt nicht so oft passiert. Also bis jetzt einfach noch nicht. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen aus dem Sinn. Das hier habe ich gerade selbst bekommen. Da sehe ich mich beim Essen. Ja, der Ori das jetzt hier zu geben, Ragebait war keine so gute Entscheidung, glaube ich. Aber wir haben 50 Gold. Ich frage mich, ob mein Inconsistency auch hier bekommt nach der PvE-Round. Yeah. Ne, Terrigo war ein bisschen bait. Weil die Idee war, dass ich Uri halt eh austausche gegen Jace, aber ich muss ja erstmal Jace finden. Und jetzt wollen wir eigentlich Loot Streak spielen. Aber ich weiß auch nicht so richtig wie lange. Lass mal gucken. Ja, gerade Erdnussnudeln. Was ist das denn? Das habe ich noch nie gehört.
Da esse ich einmal on-stream, ne? Also wirklich das erste Mal seit Monaten, dass ich on-stream esse. Und sofort ist der Raid da. Vielen lieben Dank. Solo freut mich sehr. Appreciate it. Wir sind gerade in der Runde Piltover drin. Und ehrlicherweise nehmen wir ja... Piltover. Könnte man wieder für Jarvan gehen, ne? Dorn unendlich. Aber actually können wir einfach auf Pandoras Items gehen. Perfekte Items und dann dafür gehen. Dann ist es, glaube ich, recht entspannt. Vielleicht auch häufiger essen on stream. Ja, ich denke, da gibt es eine ganz sneaky Verbindung. Die ich vorher noch nicht gesehen habe. Wir spielen ja den Unranked to Master Account. Das ist gerade unser Spiel Nummer 10. Sind Gold 3. Bis jetzt zwar 100% Top 4, aber auch nicht so viele First Place. Das werden wir dann wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, aber ist gar kein Problem. Die Idee ist quasi noch einen Triad-Account hochzuziehen, um langfristig dann vielleicht Ende der Season da doch nochmal zu gucken, ob nicht was Richtung Grandmaster geht. Das ist übrigens einfach nur Brot. Aber liebevoll gemacht von meiner Freundin. Appreciate it. Es bleibt hier irgendwie so ein bisschen die... Ist ein bisschen weird, weil ich quasi die... Urgard-Items auf meinen Taric parke. Voll schön belegt. Ja. Hier ist immer so... Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber anderen Menschen Essen mache, gebe ich mir ein bisschen mehr Mühe als bei mir selbst. Und wenn meine Freundin mir Essen macht, fühle ich mich immer wie ein Zweijähriger. Mein Essen sieht halt immer richtig kacke aus, ne? Hier kommt dann immer so Petersilie oben drauf oder so. Bei mir sind sie einfach nur straightforward. Zum Überleben halt. Okay, sieht ein bisschen schmerzhaft aus. Ich will den gerade ein bisschen zu viel AP. Bei mir selber einfach draufgeschmissen, das geht natürlich auch. Grundsätzlich bin ich ein großer Spartula-Verfechter, wenn man behind ist, ne? Kann ja noch einer kommen. Kann ja noch einer kommen. Essen muss auch mal hübsch sein. Versuche ich für mich selber auch immer. Essen gemacht kriegen ist aber auch immer voll schön, finde ich. Ja, mega. Großer Fan davon. Einfach immer Beste. Essen nicht selbst machen zu müssen. Also viele sagen ja so, ja, diese... Ja, aber die Jagd. Dein Körper will, dass du jagst. Ich denke mir so, mein Körper will nicht, dass ich jage. Mein Körper will eigentlich nur, dass ich esse. Das war's dann auch schon wieder. Was ist denn das hier eigentlich gerade? Ja, zu viel Sinnvolles, ne? Wer sagt denn sowas? Ganz wilde Menschen, Leute. Ja, ich würde sagen, mein Taric hat ein Aggressionsproblem. BT Titans, let's go. Ich jage immer Schmetterling hinterher. Reicht mir persönlich wahrscheinlich auch an Gewaltpotenzial. Ich hab kurz ein bisschen Angst, dass wir einen Fight gewinnen. Aber dann hat der Darius mal kurz ernst gemacht. Wo wollen wir denn gewinnen? 4-1? Ja, 1 klingt gut, ne? Ja. Müsste eigentlich noch zwei lose spielen. Wir sind nur schon leider ein bisschen low. Aber ich denke, wir spielen 4-1 sollen. Wir spielen unsere Comp hier. Invoker 7? Der überkompensiert doch. Wir sind uncontested auf Serie. Ja, jetzt ist gut, weil du mehr Zeit in 4-2 hast. Das ist auch vollkommen richtig, ja.
Ich kann nicht genau, was ich machen, wenn mein Petrover nicht so strong ist, ne? Der ist jetzt echt nicht so lange drin, leider. Könnten ja auch beispielsweise Freljord-Serie spielen. Der mittlerweile bei den meisten sogar als ein Ticken stärker. Aber ich glaube, ich bin hier mit meinem Taric-Item-Bild was ganz heißen auf der Spur, ne? Der ist ja sehr strong. Taric ist halt immer sehr strong. Ich kann mit Petrover bei den Creeps verlieren, zählt das? Das dürfte nicht zählen, nein. Aber ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich noch nie getestet habe. Diese Idee finde ich so absurd, dass ich es noch nicht getestet habe. Aber würde mich sehr wundern. Gerade Platin gekommen mit Crew Packed into Yasuo Kaisers 3-Star. Ich hoffe, du gehst duschen danach, aber herzlichen Glückwunsch. Alles schon passiert. Irgendein schlauer Kopf wird es schon getestet haben. Und wenn es Leduc auf dem PBE ist. Aber hier. Ist das okay? Achso, ja. Ja, da war ja was. Ja. Ich bin grundsätzlich hier scheinbar nur Ogre-Items. Oh, ich wollte da Link gehen, ne? Das war ein bisschen Cringe-Olin. Doesn't matter, it's enough. Ja, mein Taric bei AD-Items, ne? Taric ist einfach Killer. Ja, spielen wir Tank-Items hier. Ist wahrscheinlich eine Serie, ne? At some point. Ja, ich bin nicht so ein Fan von Trinity Force. Deswegen habe ich überlegt, ob ich hier Spirit Visage Ugurt lieber spiele. Und wenn ich jetzt losing bin, bin ich ja immer losing gegen den. Ist ja gar nicht so ein schönes Gefühl. Was ist mit Serie heute? Serie heute nicht mitspielen. Ja, ist ein ganz entspannter. Ich glaube da ganz fest dran. Was machst du? What? Okay, nur damit wir uns da richtig verstehen.
Also mein 10. Game, meine erste Bot 4. Also nur, also Solo raidet mich. Solo raidet mich into Verlust der 100%-Quote into Essen. Schwierig. Okay, muss aber natürlich trotzdem dazu. Petrova again. Ja, okay, das lief nicht so gut. Das ist aber gar kein Problem. Sowas muss man ja in dem Projekt auch mal vor sich haben, ne? 18:30, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen.